Ja, also die Idee, ein eigenes Hotel, einen eigenen Betrieb zu bauen, die ist eigentlich schon alt, also die hatten wir schon lange. Und das hat sich dann so langsam konkretisiert und ungefähr im Jahr 2000 war die Möglichkeit, auf der eigenen Wiese von meinen Eltern einen Betrieb zu erstellen. Und im Jahr 2004 haben wir dann effektiv begonnen mit unserem Hotel hier. Ja, es war so, dass wir die Planung, wie der Manfred schon gesagt hat, eigentlich sich lange hingezogen hat. Und irgendwann war das für uns so ein Traum, der vielleicht gar nicht in Erfüllung geht. Wir haben dann mit den Kindern auf der Wiese gesessen, die waren da klein. Und dann haben wir gesagt, da müsste das Schwimmbad sein, denn da kommt die Abendsonne her. Und da müsste man einen Flügel machen, damit der Wind nicht durchpfeift. Und haben das Ganze auf so ein kleines Zettelchen gezeichnet, jedes Stockwerk so schön aufeinander gelegt. Und damit eigentlich mit diesen Zettelchen dann einen Architekten beauftragt. Ja, mittlerweile sind wir schon im 15. Jahr mit unserem Hotel unterwegs und unser Motto heißt ja auch Hotel und Sport und entsprechend sind auch unsere Gäste motivierte Gäste. Mittlerweile ist auch unser Sohn, der Gabriel, mit in den Betrieb eingestiegen, hat auch die entsprechende Ausbildung gemacht und ja, jetzt werden wir sicher einige Jahre gemeinsam mit ihm uns da durchkämpfen und dann muss man schauen, wie das weitergeht.